Jo, da sind wir jetzt. Wir warten jetzt an dieser Station darauf, dass die Metro jetzt ankommt. Und ja, wir sind hier nämlich im Transport Simulator 2020. Ich habe jetzt gerade mit dem Admin hier geschrieben, Frau Benz heißt der, und der fährt hier gerade die U-Bahn. Das ist das erste Mal, dass ich hier die sehe. Ich habe bisher YouTube-Videos davon gesehen und ich glaube, da hinten kommt sie schon. Ja, da hinten ist sie. Ja. Oh mein Gott, das ist so ein epischer Moment. Hier. Ich glaube, der kommt an diesem Bahnsteig an. Yo. U-Bahn. Das ist klasse. Das sieht sogar anders aus, als ich den, den ich gesehen habe. Das ist die Linie M22 nach Osterburg. Und das ist die nächste Station. Genau, das ist die nächste Station. Hier sehen wir dann ja nochmal den Zug hier. Zugsignal. Türen schließen. Jetzt weiter, weiter. Oh Gott, ich bin ein richtiger U-Bahn-Fan hier. Also, das Spiel ist basiert auf Rotterdam. So, ich verstanden habe, das ist eine Stadt hier in den Niederlanden für alle, die es nicht wissen. Und die hat auch in echt eine U-Bahn, Straßenbahn, Bus und so weiter. Ich bin ein normaler Driver, also hier sieht man ja auch noch meinen Charakter hier. Ich bin ein normaler Fahrer, kann Tram und Bus fahren, so die mit Game Pass. Ja, und jetzt. Bus, ich meine Quatsch, U-Bahn kann man fahren mit Qualified Driver, also QD. Hier läuft irgendjemand auf den Gleisen. Ich glaube, der kriegt Ärger. Der kriegt verdammt Ärger. Der kriegt Ärger. Ja, der steht gerade, weil er wahrscheinlich tippt. Blitz? Ich glaube, der hat den gerade umgebracht, oder? Oder resettet? Ne, ich glaube, ich sehe den da auch hinten dort. Was sehe ich denn noch? Ja, der sieht schön aus, der Wagen, muss ich sagen. Also die. Ich komme ja aus Hamburg und in Hamburg sind halt viel. Ich finde halt, Hamburg hat die beste U-Bahn, aber irgendwie ändert mich das auch hier ein bisschen so an Hamburg, so irgendwie das Layout, das Design. Ich mache kurz die Tür auf. Sind wir gerade bei Osterblock, ist das glaube ich. Ja, Osterblock ist das. Endstation. Wie kann man einen Zug spawnen? Der fährt jetzt zum Depot. Oh Gott. Wie macht er das? Ich hoffe mal, dass er jetzt auch wieder zurückfährt. Mal sehen, wie er das jetzt macht. Gott, das leckt gerade unglaublich. Also tatsächlich ist die U-Bahn noch gar nicht mal so lange hier im Spiel drin, ne? Ich kann mal hier kurz gucken. Dort im Village stehen. Der verlässt jetzt den Zug. Mal sehen. Der ist ja ein Direktor, der ist ein Operations Direktor. Und ja, das heißt. Der wird jetzt den Zug spawnen, wahrscheinlich, oder? Oder er verlässt jetzt auch die Station. Der hat jetzt die Station verlassen. Hier ist so ein Spawner. Ich denke mal, ich nehme mal die Tram nach hinten. Er fährt jetzt irgendwie wahrscheinlich im Bus, keine Ahnung. Und ja, ich denke mal, das war die Endstation. Ja, mal sehen. Oder wir nehmen halt jetzt kurz diese Tram und dann fahren wir halt zurück bis hin zu der ersten Station. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Dort gab es irgendeine
von wo das Depot ist. Red Onion. Da hinten ist er. Jetzt kommt er hierher. Ich glaube, der kommt hierher, weil der Typ es nicht fahren will. Oh mein Gott, der fährt mit. Ja. Na, auf jeden Fall. Ich glaube, der fährt hier gerade nicht. Ja doch, der fährt jetzt. So, wo so ein Operations Director hier ist. Vorwärts. Das Problem ist halt bei diesen Roblox-Spielen. Bei vielen, die Spiele mussten jetzt alle den Namen dort umändern, die mussten jetzt fiktive Namen verwenden. Zuerst war das in Pacifico 2, so ein Autosimulator dort. Haben die eigens designt, also dass sie halt auf echte Autos angelehnt sind, aber ein bisschen verändert aussehen. Dann. Ja, also auf jeden Fall und fährt dann halt weiter. Ja, so dieser Traumfahrer, der fährt ziemlich gut, muss ich sagen. Ich mag halt diese orangenen Trams, so diese Flexity mag ich am meisten, weil die haben Hupe und Klingel, also wenn man abfährt und die Hände sich halt am besten, sehen auch meiner Meinung nach am besten aus, aber ich hätte das seine. Das ist ein Zug nach Carolina Street, das heißt, der fährt zum Metro-Depot. Tatsächlich, der fährt zum Metro-Depot. Der fährt dorthin, wo man die U-Bahn spawnen kann. Also ein schön glatter Stopp. Wer ist Reunion? Wie sieht er aus? Das ist so ein Typ ist hier. So ein Zombie, keine Ahnung. Naja. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich dir irgendwie fragen, ob ich die im Video haben darf. Ich weiß nicht. Aber ich habe ja schon einige Videos auf YouTube gesehen davon, aber. Ja. Vielleicht werde ich sogar englische Untertitel für dieses Video noch hinzufügen, damit die Leute sehen, damit Leute das verstehen können, weil ich meine, es sind ja nicht nur deutsche und niederländische Spieler auf dem Spiel. Weil ich kann halt, die Niederländer können halbwegs wirklich Deutsch verstehen, also ich kann halt Deutsch halbwegs verstehen, ich kann auch Niederländisch gerade so noch verstehen, aber wenn ich jetzt das auf YouTube packe, dann wird das problematisch. So. So eine Richtung. Wir sind jetzt bei Friesland. Das erinnert mich an was. Friesland. Ich weiß, es gibt hier irgendwie einen deutschen Teil von der Map und einen niederländischen Teil, aber ich sehe irgendwie, dass alles aussieht wie in den Niederlanden, von daher. Ich weiß nicht, diese Tram erinnert mich an irgendeine Tram, die es in irgendeiner deutschen Stadt gibt, ich weiß nicht mehr. Die war nicht in Bremen, die war dort irgendwie. Ich weiß nicht, Freiburg oder wo war das? Freiburg, Frankfurt. Genau. Frankfurt war das, glaube ich nicht. Frankfurt ist ja dort so eine angepasste U-Bahn-Tram, quasi so Stadtbahn eher. Na, Frau Benz, wo haben wir da jetzt? Was will der jetzt? Going to driver. Yo. Yes. Thanks. Ich weiß nicht, der Typ, der geht jetzt wahrscheinlich irgendwie zum Metro-Depot, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wohin der jetzt will. Fährt er jetzt auch noch weiter? Ja, jetzt will er weiter. Ich hab die magische Sprache. Die tun, was ich so sage in dem Moment, in dem ich sage. der fährt zum Metro-Depot. Dann kann ich halt kurz mal warten. Warte, fragt ihn mal kurz, ob er noch fährt. Dude, for Metro again. Ich weiß nicht, irgendwie, es gibt immer das Problem, dass es in verschiedenen Ländern unterschiedliche Namen gibt.
für U-Bahn. Hier in Deutschland U-Bahn, Frankreich Metro, fährt das gar nicht. Warum ist hier ein Loch in der Map? Da bin ich schon mal runtergefallen. Das war voll lustig. Naja. Was hört man nicht so gut auf der Aufnahme? Keine Ahnung. Hier fährt man über die Brücke mit der Tram. Welche Linie ist das nochmal? Linie 8. Hier über die U-Bahn, die mit nichts endet. Ich meine, oh mein Gott, oh mein Gott. Aufpassen. Ach, Scheiße, der ist entgleist. Der ist entgleist. Fisch. Tja, zurück wieder. So, was ist mit dir los? Der Nisko. Ich fahre das mal kurz in den Zug. Ich gehe mal jetzt so ganz gesund zu Fuß zu der Station. You passed the driver test, you're a driver now. Just rejoin, you can drive the meter at though. Ja, dafür braucht man Qualified Driver. Und er hat gesagt, es gibt zwar Conductor Training, also wenn ich jetzt Driver bin, der nächste Rang wäre jetzt Conductor. Darauf warte ich jetzt auf dieses nächste Training, das wird dann auf Discord angekündigt. Und dann kommt noch irgendwie Customer Services oder so und dann kann man Qualified Driver im Grunde werden. Das Problem ist nur, dass sie gerade die Bewerbungen nicht offen haben, dass dort gerade keine Tests für Qualified Driver stattfinden. Das ist das Problem. Ja. Ja, jetzt kann ich ja vielleicht mal die Chance nutzen und hier wieder ein bisschen Bus rumfahren. Was mich nicht so richtig genervt hat in letzter Zeit, waren so irgendwie so welche Guests, also so welche Leute, die nicht angemeldet sind auf Discord oder sonst irgendwo in der Gruppe hier irgendwie Guest, Guest, Guest. Das sind alles Leute, die nicht auf Discord angemeldet sind, beziehungsweise nicht Verify dort angegeben haben und halt nicht irgendwie Passenger-Rank oder sowas haben. Der Passenger ist halt, wenn man auf Discord ist, vom Spielen in der Gruppe. So. Naja. Also wenn man hier auf dem Wasser rumläuft, dann fällt man aus der Map. Schade. Ich gehe mal dort zum Busdepot. Vielleicht sieht man was. Ich kann mal hier euch zeigen, die ganzen U-Bahn-Stationen. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich nicht so faul und werde diesmal sogar Zeitstempel in die Videobeschreibung reinpacken für die Station. Mal sehen, ich weiß nicht, welchen Bus soll ich nehmen. Bin ja meistens so Fan von Mercedes. Ist nicht Mann, ist nicht so geil. Mercedes hat eine Hupe. Mercedes ist geil. Es gibt Mann, es gibt Solaris, also diesen neuen polnischen Elektrobus. Es gibt Mercedes auch wieder. Volvo. So eine Kacke. Ich finde den aber nicht so geil. Oder? Was soll ich denn gönnen? Ich nehme mir einen guten alten, ne Quatsch, einen neuen Mercedes C2, also ein Citaro. Gut, dann fahren wir. Wollen wir fahren? Vielleicht soll ich doch Tram fahren. Ich weiß ja nicht. Nee, komm. How do you run Eisen? Was? Was ist Eisen? Ach so, die fragen hier gerade.
Das ist eigentlich. Wenn er jetzt im Spiel verlässt, dann friere ich mich um. Weil er ist jetzt also ziemlich der freundlichste Admin, der hat. Das ist das erste Mal, dass hier irgendein Admin irgendwie Metro fährt und dass ich dabei bin. Ich glaube, das ist auch V-Benz gewesen, den ich in dem Video gesehen habe. Ich weiß nicht, die anderen Admins, die fahren alle nicht. Wenn man die fragt, dann sagen die so direkt so, wir sind nicht dazu da, mit Metro zu fahren, wenn Leute uns fragen. Ja, ich nehme mal jetzt diese Flexity-Straßenbahn. Route Carolina Street, genau. Carolina Street? So. Da. So. Dann fahren wir jetzt. Und nicht zu schnell. Denn wir wollen ja nicht entgleisen. Ich fahre aber nicht zu schnell. Nur in Kurven soll man ja langsamer fahren, was ich aber nicht tue. Und naja, ich bin ja so ein krasser Typ. Da endet so ein Straßenbahngleis ins Nichts. So, irgendwie so richtig lost. Ja, und auf jeden Fall so. Ach ja. Och nee. Och nee. Ach nee, doch, man muss mich hier lang, ja. Ja. Schade ist, dass so wenige Leute irgendwie mitfahren. Ich habe nur sehr, sehr selten Leute, die bei mir mitfahren. Irgendwie fährt man immer so ganz einsam als Busfahrer oder Straßenbahnfahrer rum, während die Admins hier irgendwie zum allerseits zweimal U-Bahn fahren, kriegen dort alle Leute ab, da wollen alle im Server dort mitfahren. Ja. Ich weiß nicht. Ich finde halt, U-Bahn sind einfach besser als Straßenbahn. Wenn wir Straßenbahn nerven einfach. Straßenbahn fährt man ab. U-Bahn sind so unbemerkt und so weiter. Naja, jetzt klingeln wir. So. Ich kann eventuell mal ein bisschen lauter machen gleich. Benzin, losbauen Metro. Warum soll er keine Metros bauen, ey? Ja, da ist ein Mercedes-Bus. Das Mercedes Citaro C2 ist das, glaube ich. Noch ein Mercedes Citaro C2G. You cannot drive the Metro as a driver, ja. Das muss man den Leuten nur erklären. Gott. Ja. So, weiter geht's. Okay, Signale nerven. Die gehen einfach an, ohne dass so ein Tram fährt. Oh, du kannst keine Tram fahren. Ich meine keine U-Bahn als Driver. Tja. Traurig. Nö, ich fahre nicht zu schnell. Oh mein Gott. Okay. Das ist jetzt so ein Boss-Move. Ich darf nicht in den reinfahren, weil ich kein asoziales Schwein bin. Hallo? Nach Osterblock fährt er. Ach Gott. Jetzt mal fährst du auch noch. Hallo? Lol, das ist ja richtig gut designt, der Straßenbahnwagen. Achso, da ist V-Benz drin. Wenn ich jetzt so geschrieben hätte, junge Fahrer, wäre ich gebannt worden wahrscheinlich. Das ist so richtiges Assi-Schweinstück. Das ist so richtiger Allmann. So, warte ich mal kurz, dass er dort hinten weiterfährt. Hinter mir ist sowieso keine Trams. Hey, ist diese Tram, ist die eigentlich Game Pass oder kann man die einfach so fahren? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Na, ich fahre jetzt mal weiter. Ja, diese Klingel mag ich. Ich als Hafenmensch. Konzentriere mich jetzt mal besser ein bisschen aufs Fahren und rede nicht so viel. Ich fahre jetzt mal ein bisschen langsamer. So.
Die Storpigo. Was ist das? Wann haben die Gleise abgebaut? Oh, von uns. Straßenbahn. Irgendwie, ich mag die Straßenbahn in Bremen eigentlich, glaube ich, sogar am meisten von den ganzen Trams in Deutschland, wobei ich irgendwie nur in Freiburg zur Lviv irgendwie mitgefahren bin, Straßenbahn. In Lviv gibt es tatsächlich, in Lemberg in der Ukraine gibt es tatsächlich. Und dort bin ich mitgefahren, habe ich auch ein paar neue Straßenbahnen gesehen, so welche gelbe. Erinnern ein bisschen an die in Berlin, die neuen. So. Guck ich mal hier so, dass ich 10 Sekunden lang stehen bleibe. So. Schön die Klingel benutzen. Weiter geht's. Erlebnis. Ich musste gerade zum Essen. Deshalb war das gerade leider problematisch, aber ey, das ist gut. Das ist gut. Ich habe gerade zum ersten Mal eine Metro hier fahren sehen. Das ist richtig geil. Wenn du hier die ganze Zeit so Leute so anfragst, ob die Metro fahren wollen und die sagen so nein. Und dann endlich irgendjemand mit Metro fährt und du so plötzlich zum Essen gerufen hast, genau im falschen Moment. Das ist richtig schlimm. Ah, da stimmt, hier kann ich schnell fahren. Das finde ich so Solaris Urbino, diese neuen, die sind auch ganz akzeptabel, aber die sind halt vom Handling. Ich habe gerade so ein paar gefahren wieder. Die sind vom Handling nicht so gut, muss ich sagen. Die fahren nicht ganz so toll. Also an sich sind die auch ganz akzeptabel. Und die haben halt auch keine Hupe und ich finde halt Mercedes. Die Mercedes-Busse sind einfach die besten, egal ob alt oder neu. Hauptsache die haben eine Hupe. Kannst du schön die ganzen Leute annörgeln, wenn du einen Kontakt hast. Ich weiß auch, was in der Regel auch steht, dass man nicht die ganze Zeit so rumnörgeln soll. Ja. Ja, weiter geht's. Weg von Osterplain. Osterpain. Der Schmerz ist Osterhaus. Da fährt auch schon wieder jemand viel besoffen so. Wie hat der Scheibenwischer mitgemacht? Pass auf, Junge. Patre. How do I access a tram? Ich glaube, mein Tram. Warte, ich helfe ihm mal kurz raus. You need to be in Discord for the in-groups. You can airstrike the... You can airstrike the free one. Schade eigentlich. Würde sehr viel Spaß mehr machen, so eine Metro zu fahren. Weil es gibt halt auch... Die Metro macht ja aus, dass sie auch im Untergrund fährt. Ne? Und es gibt ja auch unterirdische Stationen. Vielleicht kann ich mal ein paar zeigen. Es wird jetzt so eine Riesenfolge schon wieder, weil ich zu voll bin, um das zu schneiden. Übrigens sollte ich wohl vom Untertal. Ich weiß noch, ich habe erst letztens hab ich mit jemandem so gechattet auf Discord, auf dem Ultratalent-Server. Und im Sprachchat hat irgendjemand aus keinem Grund gesagt, dass er mich melden will. Das soll irgendwie so eine neue von Siemens. Ja, einen Grund dafür konnte er auch nicht geben. So richtig. Ich glaube, ich würde es schon wieder derailen. Ganz ehrlich, ich habe euch. Oh mein Gott, was ist jetzt schon wieder los? Nein.
WTF. Was ist das? Dafür muss ich jetzt kurz meinen Screenshot machen. Es war schon wieder klar, irgendjemand muss alles nur schon wieder hier zerstören. Ach, Leute. Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Ach ja. Ich kann mal kurz hier rumlaufen. Die unterirdischen Stationen sind in die Richtung. Ich weiß nicht, so, ich kann mal eben einen Bus vielleicht nehmen. Genau, ich nehme mal eben einen Bus. Admin, komm, kick Bus auf Tracktron. Teilweise dürfen Busse tatsächlich auf den Gleisen von den Straßenbahnen fahren. Aber halt nicht überall. Ich weiß nicht. Oder vielleicht blockiert er gerade irgendwie die Gleise, keine Ahnung. Ich nehme mal jetzt kurz einen älteren. Aber V-Bands bleibt hier schon lange im Server drin. Ja, da hat ihn gerade gekickt. Ich bin out of service und ich freue mich hier ein bisschen rum. Cheers, Dax. Was will er von mir? Was will er von mir? Cheers. Was soll ich sagen? Was will er von mir? Do that in the past strike. Oh mein Gott, da ist V-Bands. Ich will ein Autogramm. Der coole V-Bands. So, hier fahren wir lang. Also, hier ist die U-Bahn-Station, ich weiß nicht, wie die heißt, hier Rixplain. Und ja, das hat man halt gerade gesehen, so ein kurzer Schnelldurchlauf. Das ist eine Station, die es glaube ich auch echt gibt. Hier hat halt auch einen Namen, glaube ich. Ja, also die sind halt auch anders designt als in Deutschland. In Hamburg sind halt zum Beispiel andere. Ist halt so unterschiedlich designt, während hier in Rotterdam nicht so ganz sich differenziert. Ich glaube, die nächste Station kommt wirklich hier nach rechts an. So.
rote Ampel, grüne Ampel. Ja, ich bin mal, ja, ich bin so. So, hier fährt man weiter. Hier die Station in Skipin. So. Ich glaube, dort hinten ist keine Station. Ich glaube, ich kann mich hier uns reinfahren. Genau. Genau, hier fährt die Tram lang. Oh mein Gott, ich hoffe, dass ich nicht gebannt werde dafür, dass ich hier so wenig drin fahre. Also alles, alles für die Wissenschaft. Auftrag der Wissenschaft. Eigentlich bin ich halt nur ein Bonfilm und das. Zum Morgens auf KXD. André, Jut. Bestimmt wieder was lässt. Ich finde, so ein Typ ist mir so ein Guest. Ich will nicht rassistisch sein, aber irgendwie finde ich das Bacon ist so ziemlich das Schlimmste. Es sind irgendwie in solchen Roller-Spielen. Weil die sind irgendwie so die einzigen, die irgendwie sind in der Welt, bei denen alle Vorurteile wahr sind. Natürlich weiß auch nicht, dass man dort auf dieser gelben Linie fahren soll. Das ist auch nicht hier, das ist woanders. Hallo, ja moin. Mythos ist Station Help. Verdammt, ich biege hier kurz ab. Ich glaube, das ist dort hinten, oder? Nee, dort hinten ist keine. Nee. Verdammt, wo ist denn jetzt nochmal dieses. Wo ist nochmal die Station? Auch wenn mich jetzt jemand sieht, dann würde mich bestimmt auf Discord anzeigen. Moin. So eine schöne Bremen Straßenbahn. Ich nenne die immer Bremen Straßenbahn, weil der Siemens hat erst uns vorgestellt, dass sie die Bremen fahren lassen werden. Yo. Ja moin. Ich habe mir schon gedacht, ich hätte irgendwie festgefahren. Ja, dann fahren wir mal weiter. Jetzt sind wir schon wieder dran angelangt. Hier ist irgend so ein Loop. Ich finde Loops sind besser als Bacon 2. Jetzt werde ich angezeigt, weil ich eine Straßenbahnvorfahrt genommen habe. Ich bin so richtiger Assi. Richtig, richtig. So richtiger Assi. So, warum nicht? Weil. Also, wir haben schon gesehen, dort hinten ist die U-Bahn-Station nicht. Also, fahren wir mal kurz hier an. Ich glaube, ich so dann würde ich es ausprobieren. Finde ich ja
jede Art von Karte zu beschwören. Also dort hinten ist natürlich nicht die U-Bahn-Station. Ich könnte im Grunde ja auch einfach auf den Gleisen laufen, weil hier ist ja gar keine Admin, aber wenn ich das auf YouTube poste, ist es wahrscheinlich anti-produktiv, anti-hilfreich, wie auch immer. Anti-Haftbefehl. I'm trying to call you. Who? Da ist die U-Bahn. Da ist die Straßenbahn. Ich weiß nicht. Warte, kann man da überhaupt hin, in dieses Gebäude? Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich glaube hier. Hier fährt die Linie 78. Ist da, wo die U-Bahn hinzugefügt. Oh mein Gott, dort hinten ist der deutsche Teil, glaube ich. Okay, jetzt. Das ist jetzt gerade so ein epischer Moment sogar im Spiel direkt. Mal wieder. Weil ich hier so einen geilen Snapdragon habe, hier so einen geilen Acer. Mit Hardcore Festplatte. Deutschland. Lol, das ist halt wirklich in Deutschland. Er baut von Titan Ober, ja, dann gucken wir vielleicht mal vorbei bei dem. Berlin. Du bist so hässlich, Berlin. Ja, das sieht ja richtig wie in Deutschland aus, wie die Alme. Station. Dort hinten ist. Oh mein Gott, warum sagen die es nicht gleich, dass hier hinten sowas ist? Ich wollte doch wissen. Hier so richtig Einsamkeitsstand, so richtig typisch von Deutschland. Hey, Wilson, I'm trying to report you. So, was will er? Wer aufmerksam hört oder was? Oh mein Gott, da ist schon wieder ein Busdepot. Schade, dass Deutschland keine U-Bahn-Station hat. Okay, warum sind hier wieder Anfragen? Das hier ist Deutschland. Oh mein Gott, Modelle. Oh mein Gott, das ist so gut gemacht. Oh mein Gott, das brauche ich sofort. Oh mein Gott, MK-Straße. Oh mein Gott, ey. Schön. So. MBC, was zum Fick ist MBC? Destination Board out of service. Dienstfahrt. Eine geile Dienstfahrt. Boah, das dauert doch wirklich mehr gleich im Einspruch. So. Dann fahren wir mal zurück in die Niederlande. Irgendwie bin ich auch so voll. Daher reset ich jetzt einfach mal und tschüss. Da wird es erstmal für 18 Sekunden weiterfahren. So, das hat keiner gesehen bestimmt. Weil hier keine Ahnung sind. So. Ach nee. Ach nee, verdammt. Jetzt weiß ich, wo der ist. Verdammt. Nee, komm, wenn hier keine Ahnung sind. Nee, oder? Hey, nee, das bringt ja gar nichts. Nee, komm.
Ich gehe hier zurück zum Depot. Wie ein anständiger Mensch. So. Komm nicht mehr. Voller Service. Ich finde es vor allem so geil, dass beim niederländischen Depot deutsche Busse sind. Beim deutschen Depot sind keine deutschen Busse. Also, das sind auch deutsche Menschen ausgerüstet. Was will ich jetzt? Boah, das erinnert mich gerade irgendwie an den Film Mr. Twister, diese Gegend. Oh ne, das ist ein Admin, verdammt. Ah, oh, verdammt. Ich glaube, dafür kriege ich auf Fresse, wenn das jemand sieht. So ein Trainspotter. Das ist richtig krass, so ein Trainspotter. Was ist hier ein Schild? Hier ist nur eine Ampel. Warte ich hier kurz über die. Ah, verdammt. Nein, das geht nicht sieht, dass sie hier bin. Oh mein Gott, das darf man, okay. Okay, nice. Ja. Hier ist ein bisschen Licht von irgendwelchen Lichtquellen, die man nicht sieht. Well. Why would you anyway? Nee, wer würde das bitte tun? Wer würde das schon tun? Da ist diese total behinderte Station. So. Yes, you would do that. Yes, you would do that. Hello, sir. Hello. Yes, you would do that. Yes, we would do that. May I ask you why you were driving through red traffic light? Ja, die Leute fragen irgendwie. Fahren immer durch die roten Ampeln. Ich halt so wie ein gesitteter Mensch, halte ich schön an. Und die
fahren so da richtig schön durch, wie so ein Allmann. Wie so ein Allmann. I have no see that. Sorry, sir. I guess he just has to be prepared to die. Okay, try for now, it's just a warning. Have a good day. Ja, so richtig nett am Mann. Mango, thank you. Uni. Punkt, Punkt, Punkt. Der ist doch ganz abgefiedert. Das geht alle fix. Ich weiß gar nicht, was ist hier überhaupt. Das, wenn ich mich erinnere, kann man sogar durch die Map, aus der Map fallen, wenn man hier irgendwo läuft, glaube ich. Ich irgendwie in der Mitte. Drive, move. Ich glaube, das hier ist so ein Ring, dass man wieder zurückfährt. Also in echt würde ich ja umgebracht werden, wenn ich irgendwie in den von in Hamburg irgendwie von Wandsbek dort irgendwie von Wandsbek dort von der U-Bahn-Station Wandsbek Markt dort irgendwie jetzt weil laufen würde im Tunnel, dafür würde ich umgebracht werden, glaube ich. Aber na gut. Trainspotter macht das ja, ne? Was ist das? Sass. Leute, die Station habe ich ja noch gar nicht gesehen. I saw that. Ich sehe mich an dieses Meme. I saw that. Dort geht's nicht weiter und dort geht's nicht weiter. You're not wondering how I am. Giant. Ooh. The fuck? Man kann hier nicht raus. Nein, ich bin hier für immer gefangen. Ja, warum gehe ich auch hier rein, Alter? How do you do that, man gut? Ich gehe mal hier wieder zurück zur Station und gucke mal, wo die enden. Ja. Ich frage mich eigentlich, wie alt die Admins eigentlich alle sind. Ich so irgendwie als 14-Jähriger, so als Admin, so bald 15 irgendwie. Ich bin schon 15, wenn die das endlich mal hinkriegen. I'm sorry, I passed you guys by the viaduct. Mango. Mm-hmm. Where is that electric bus? Meint das so nach ist, oder welchen meint er? Mm-hmm. Sehr gesprächig. At the back depot. Which one? The hot one. Den seltsamen? Was? Welcher ist denn seltsam? Oh. Oh, da weiß man direkt Bescheid. Weiß man Bescheid. So. Genau, hier ist die Station. Hey, lol. Hey, wo ist das hier? Ach so, dort ist die Uni. Ja, okay. Ja, okay. Hätte man noch sehen können. Hey, lol. Ja, geiles Gebäude, da will ich drin wohnen. Dann gehen wir mal hier weiter. Wie, ich weiß nicht, ist das in Rotterdam auch so? Sieht das auch so aus, oder? Vor allem frage ich mich, wie haben die das eigentlich gemacht? Ich weiß nicht, im Roblox-Studio kann man dort überhaupt Tunnel graben? Weil ich habe ja gezeigt, ich habe ja inzwischen sogar noch eine U-Bahn-Linie gebaut in Theme Park Tycoon 2. Und bin eigentlich, ich habe mal einen der Parks mit den meisten Bahnlinien, U-Bahn und Straßenbahn und Highspeed-Bahn, wie auch immer man das nennen will, S-Bahn. Bei mir gibt es ja U-Bahn, S-Bahn, H-Bahn, Straßenbahn, Tram, wie auch immer man das nennen will. So. Welche Station ist das? Mirixnan. Ach, stimmt.
Stimmt, ja, die kenne ich, hier bin ich schon mal hingefahren, ja. Mit dem Traum bin ich immer mitgefahren, ja. Habe ich hier gesehen, dass man hier reinkommt und dann die U-Bahn fällt. Ja, dann verreckt man. Dein Freund Olive ist dem Spiel beigetreten. Wie oft will er noch beitreten? Ja, moin. Wohin geht dieser Tunnel? Ich weiß nur, dass es in Rotterdam auch wirklich eine U-Bahn gibt. Das habe ich auch schon gesagt. Ja. Was wenn jetzt wirklich den jetzt schon wieder fragen würde? Kannst du bitte eine U-Bahn fahren? Ich muss nicht mal nachgucken, wie der Developer heißt, wie Leute das heißt, der das Spiel gemacht hat. Dash. Genau, hier ist diese mit dem Fahrstuhl. So, hier kann man sich hinsetzen. Aber wir gehen hier raus und gucken mal. Und natürlich fährt hier kein Bus vorbei. Wie kann man das auch anders erwarten? Naja. Aber das ist halt auf jeden Fall, was ich hier so erzählen wollte. Das ist dieses Spiel. Hier gibt es eine wirklich große Map, verhältnismäßig für Roblox. Die werden es bestimmt auch ausbauen, weil man sieht ja hier, hier sind andauernd irgendwie Straßen hinten und vor allem durch Gleise. Ich denke mal, vielleicht sogar mehr U-Bahn-Stationen bauen, das wäre ja noch interessanter. Mango, oh mein Gott, die kriegt doch Fresse. Mango, make me für die, wer ist das? Und Roblox, Gallia, das sieht aus wie so ein Russe. Nah, that's not possible. And how do you expect me to do that? Das ist eine ziemlich gute Antwort. Rank me. You need to pass tests. So, jetzt ruhig hier Spielverderber. Junge, welcher Mensch fragt denn bitte einen Admin, ob er einen ranken kann, Junge? Dafür musst du irgendwie. Ich habe einen Test dort gemacht, wo ich für euch irgendwie 3 Anläufe gebraucht habe. Um Driver zu werden. I did well left, lol, lol. Lol, lol. Are you the big customer service and apply for QD? Also, ja, so der nächste Rang wäre eben QD, aber. Oh Gott. Ich kann mir ja kurz hier zeigen. AIT. Hier habe ich jemanden gemeldet, weil er ein Spast ist. Ach, stimmt, 16 Uhr. Ja, aber ich hätte hier sowieso nicht hinkommen können. Ne. Driver to Conductor Training, das war halt das Problem, das, warum 1 Uhr? 1 Uhr. Welcher Mensch geht bitte noch um 1 Uhr online? Meine Fresse. Ja, auf jeden Fall, das war es auf jeden Fall. Hier wird sowieso kein Bus mehr kommen und ich werde hier verrecken. Achso, doch, da kommt einer. Aber der fährt die falsche Richtung und der fährt natürlich dort ins Ende, wo er dann verbitterlich verrecken wird. So, auf jeden Fall, das war es von diesem Video. Tschüss.